So, liebe Handballfans, herzlich willkommen zum Mediengespräch frisch auf Göppingen vor dem Heimspiel gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Wobei heute ist eher so ein zweigeteiltes Mediengespräch aus aktuellem Anlass. Gestern Abend waren die Herren noch im Einsatz in Erlangen und da wollen wir natürlich auch nochmal nachhaken, bevor wir dann ausblicken auf das Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr hier in der EWS Arena, wie gesagt, gegen Ludwigshafen. Hartmut Mayhofer, gerade angesprochen, gestern Abend seid ihr spät heimgekommen, habt ein Spiel gewonnen, habt den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gelandet. Wie wichtig war das? Zumal es ja auch jetzt nicht ein Spieltag war, der losging wie normaler. Ihr musstet schon auf der Anreise ein paar Unannehmlichkeiten überstehen. Ja, wir mussten ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, wie man das bei uns hier auch im Verein gewohnt ist, hat man das von unserer Organisationsseite sehr, sehr gut hinbekommen und wir sind halt da mit Kleinbussen angereist. Die Fahrt war jetzt nicht ganz so lang. Man muss sich halt darauf einstellen, man darf dem auch keine zu große Bewertung beimessen und im Nachhinein war alles gut so. Wir sollten uns überlegen, ob wir zukünftig immer so anreisen. Okay, also schauen wir mal, wie ihr dann die Zukunft auswärts aufschlagen werdet. Kommen wir zum Spiel. 26-23 beim HC Erlangen gewonnen. Enges Match, das früher hätte vielleicht sogar noch entschieden werden können, wenn er vorne effektiver gewesen wäre, weil die Abwehr, muss man mal sagen, ich war im Livestream dabei, habe mitgefiebert, die Abwehr, die ist bombenfest gestanden, oder? Ja, das war ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollten auch nach den beiden Siegen gegen Minden, Stuttgart und dann war noch das Spiel in Magdeburg, aber auf jeden Fall nachlegen. Und das hat die Mannschaft richtig stark gemacht. Eine sehr fokussierte, konzentrierte Leistung mit einer wirklich überragenden Abwehr, einer sehr guten Torhüterleistung. Aber auch vorne haben wir gute Lösungen gefunden gegen die Abwehr von Erlangen. Haben es versäumt, die guten Chancen, die wir uns herausgespielt haben, wirklich in Tore zu münzen. In der zweiten Halbzeit waren wir irgendwann mal mit 5 Toren weg, hatten die Chance auf 6 zu gehen, wirklich mit einigen Hochkarätern, die wir dann vergeben haben. Und dann ist es natürlich, wie es so ist, in so einem Spiel wird es dann eng. Wir waren das gewohnt auch von letztem Jahr, dort war eine ähnliche Situation. Aber ich glaube, wir haben absolut verdient gewonnen, weil wir wirklich eine gute Leistung auch gezeigt haben. Und da wollen wir natürlich weiter ansetzen. Ein Step ist ja dann auch, wenn man hinten raus als nochmal eng geworden ist, konstant bleibt. Das haben die Jungs gestern auch richtig stark gemacht. Ja, man hat das Gefühl, dass uns auch Phasen im Spiel, die vielleicht nicht so gut laufen oder wenn man auch tatsächlich dann auch einige Hochkaräte dann auch versiebt, dass die uns nicht aus der Ruhe bringen, dass man trotzdem am Plan festhält. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, kühlen Kopf zu bewahren. Da muss man sicherlich auch die Spielsteuerung von Tim auch erwähnen, der das vorne wirklich sehr, sehr gut macht. Und das ist natürlich dann auch in so einem Spiel bei Erlangen, die das Spiel unbedingt auch gewinnen wollten, das hat man gemerkt, wichtig, ruhig, konzentriert zu bleiben, an sich selbst zu glauben. Das machen die Jungs, weil man wirklich auch merkt, dass wir dieses Spielsystem, das wir haben, dass das funktioniert, dass das greift und wir auch Vertrauen darin haben können. Und entsprechend hat es am Ende dann auch gereicht. Von einem Tim, der stark das Spiel gesteuert hat, zum nächsten. Gerade haben wir gehört, einige Hochkaräter sind vergeben worden. Einer hat alle reingemacht. 100% Quote, 4 Treffer. Tim, kurzen Satz zu dir, bevor wir zu deiner eigenen Leistung kommen, zum Spiel gestern. Wir haben es gerade gehört, richtig starker Defensivauftritt. Was sagst du vorne? Hättet ihr den Sack schon früher zumachen müssen? Ja, klar, wir hatten ein paar Fehlwürfe, wir können nach vorne mit 5 oder 6 kommen, das ist klar. Wenn wir mag diese Tor, dann ist das Spiel nicht so, wie sagt man, so bis Ende. Das war ja spannend. Ja, genau, so spannend nach Ende und dann. Aber wir hat ja, wie er hat gesagt, wir haben ein gutes Defensivspiel gespielt, so das war echt gut. Zu dir persönlich, ganz starker Auftritt gestern. Ist es so ein Teil, wie die ganze Mannschaft sich jetzt gerade weiterentwickelt im Saisonstart? Da war dann doch ein bisschen Verunsicherung da nach den ersten Ergebnissen. Und man merkt jetzt, die Truppe macht gesamten Step und du mit? Ja, klar. Am Anfang der Saison hatten wir ein bisschen Probleme mit Kleinigkeiten, aber wir haben mit das gearbeitet. Wir haben viel gearbeitet mit diesen technischen Fehlern am Training und so. So, ich finde, dass wir haben das verbessern und das können wir gestern sehen. Man spricht nicht so gern über seine eigene Leistung. Heute habe ich dich jetzt mal hier bei der PK am Mikrofon. Kurzen Satz dazu. Wie hast du es gestern gesehen? Hat es sich gut angefühlt? Die Dinger sind rein.
Ja, natürlich. Das ist immer schön, wenn du machst diese Dinge rein und ja, so das war schön. Zumal, Frage an den Coach, auch in wichtigen Phasen war. Gestern war es eh so, Tore schön verteilt auch gewesen. Hat gemerkt, die ganze Truppe hat zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, eine Stärke von uns dieses Jahr, dass wir nicht ausrechenbar sind oder schwer ausrechenbar sind, dass wir Torgefahr von allen Positionen haben, sowohl aus dem Tempospiel, aber auch über die komplette Breite des Spiels. Die Außen kommen zu ihren Chancen. Team hat es gestern überragend gemacht. Das waren wirklich absolute Drucksituationen. Gerade ich erinnere mich an die Tore in der zweiten Halbzeit, wo es wirklich darum ging, dass wir das Tor machen müssen, um vorne zu bleiben, um den Gegner nicht aufkommen zu lassen. Und das hat er schon sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr stark gemacht. Also ich glaube, man sieht ja auch jetzt seit dieser Saison, auch schon zur Rückrunde hin, warum man ihn auch verpflichtet hatte und wie wertvoll er auch für uns ist. Und er ist jetzt fit, das merkt man. Ich finde grundsätzlich, dass die Rechtsaußenposition da wirklich die absolute Konstante auch bei uns ist. Ja, beide Spieler, die das wirklich überragend machen. Ich kann eigentlich vor dem Spiel kann ich würfeln, wer dort spielen soll. Und beide bringen wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Marco und eben auch Tim. Und gestern hat er wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, Tim. Und es ist wichtig, dass die Jungs auch gerade alle fit sind. Enger Terminkalender. Seit dem TVB-Spiel jetzt schon die zweite englische Woche. Ja, ist auch intensiv für die Jungs in Sachen Kondition. Ja, das ist es. Aber man merkt jetzt auch, wir haben jetzt diese drei Spiele innerhalb von 10 Tagen, jetzt gegen die Eulen am Sonntag, das vierte Spiel in 2 Wochen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass wir auf dem Krückstock herkommen. Ich glaube, das spricht einfach auch für unsere athletische Abteilung, ja, für meine Athletik-Coaches mit Dieter Bubeck und auch mit Sebastian Däbel, dass wir wirklich physisch auf einem sehr guten Niveau sind, dass wir schaffen, schnell zu regenerieren in diesen Phasen, dass wir auch in den Spielen, ja, diese Müdigkeit relativ schnell abschütteln. Und das ist aber wichtig, eben genau aus diesen Situationen. Stand jetzt, denke ich mal, dass alle Spieler spielen können, die jetzt auch in Erlangen mit dabei waren. Und wir sind natürlich jetzt auch heute, wir werden trainieren, wir werden Regenerationstraining machen. Die weniger gespielt haben, mit denen werden wir ganz normales Handballtraining machen. Und dann geht es weiter gegen die Eulen. Genau, bevor wir da auf den Gegner gleich noch eingehen, kurz auch noch ein Wort vom stellvertretenden Geschäftsführer Peter Kühnle. Peter, der Sieg eingefahren auswärts, jetzt den Sek oder 6 Punkte auf dem Konto, die waren wichtig. Die hat man jetzt nach einem 0-8 Start. Wie wichtig ist, dass da jetzt dieser Turnaround ge gelungen ist in Sachen Erfolg, dass man endlich auch die Punkte einfährt? Ja, ich will das Gespräch hier auf jeden Fall heute auch mal dazu nutzen. Gerade jetzt nach dem gestrigen Spiel im Hartmut und dem ganzen Sportteam ein großes Kompliment, vor allem auch für den gestrigen Abend zu machen. Das war gestern nicht einfach von der Ausgangssituation. Du fährst da mit 14 Punkten hin. Erlangen steht 9-5. Die haben Rückenwind, wir Gegenwind. Und da gestern Abend es dann in der Art und Weise dann zu lösen, war eine richtig, richtig reife, abgezockte Leistung. Von daher Hut ab. Und ist sicherlich auch wichtig, dass man bei 0-8, du hast gerade angesprochen, ruhig bleibt, dass man aber auch nach seinen Fehlern sucht und dann richtig auch dran arbeitet und vor allem auch zusammenhält. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir das, was gestern passiert ist, dann auch wieder konservieren. Es steht jetzt am Sonntag das Spiel gegen Ludwigshafen an. Dann kommen wir noch mit dem Spiel beim Bergischen HC daheim gegen Lemgo. Da kommt jetzt so eine Phase, die soll unsere sein. Und wir streben natürlich in der Tabelle weiter nach oben. Und das war gestern natürlich ein erster richtig guter Schritt. Und von daher war das natürlich enorm wichtig, dass es sich gestern nicht weiter gabelt und die Tendenz eher nach hinten geht, sondern damit geht sie eindeutig nach oben. Und man hat es gestern auch gesehen, das war eine richtig, richtig gutes Spiel. Hartmut Maihofer, der Anschluss ans Mittelfeld ist damit gelungen. Jetzt muss man das Ganze vergolden. Gegen Ludwigshafen kommt der Vorletzte, hat 2 Punkte, einmal gewonnen gegen Leipzig. Ansonsten, ja, wie gesagt, nichts geholt. Da geht man als Favorit rein. Man darf die Situation aber nicht so annehmen. Man weiß, da kommt eine Truppe, die richtig intensiv, richtig körperlich spielt. Ich sehe eine Tabellensituation nicht wirklich als aussagekräftigen Punkt an. Wir waren auch lange Zeit Tabellenvorletzter. Ich glaube, dass Ludwigshafen eine Mannschaft ist, die wir natürlich jetzt seit Jahren kennen, die zweimal den Klassenerhalt geschafft haben mit wirklich außergewöhnlichen Tugenden, mit ihrem Kampfgeist, mit ihrem Willen auch. Und genau auf diesen Gegner gilt es, sich einzustellen.
Sie haben zwar erst 2 Punkte, aber die 2 Punkte haben sie gegen Leipzig geholt, relativ deutlich gegen Leipzig gewonnen und durchaus in dem einen oder anderen Spiel absolute Siegchancen gehabt. Man muss sich auf dieses Spiel einstellen. Das ist wichtig, genau diese Physis auch entgegenzubringen. Und da bin ich aber auch überzeugt, dass wir das schaffen, weil wir natürlich auch mit Jakob jemanden hinten haben, der diesen Laden absolut zusammenhält und der auch letztendlich dafür verantwortlich ist für die Abwehr, die wir stellen, die wir jetzt wirklich auch sehr stabilisiert haben, diese wenigen Gegentore zu bekommen. Und ich glaube, dass wir es absolut schaffen werden, die Tugenden, die die Ludwigshafen auf das Spielfeld bringt, genauso denen entgegenzustellen. Und aber eine Mannschaft, die wir definitiv nicht unterschätzen dürfen, sondern diese Mannschaft von Ludwigshafen kämpft 60 Minuten und wir wollen natürlich versuchen, jetzt möglichst nachzulegen. Das wäre jetzt nach dem Sieg gegen Erlangen sehr wichtig für uns. So, jetzt Tim, ihr seid gewarnt. Ihr wisst aber auch, ich habe es gerade schon mal gesagt, ihr seid in der Favoritenrolle und ihr nehmt es ja auch an. Ihr wollt nachlegen, vor allem natürlich hier vor heimischer Kulisse. Ja, natürlich, wir will das defensive Spiel von gestern mitnehmen in dieses Spiel gegen die Eulen. Und ich glaube, wenn wir das mitnehmen, dann müssen wir auch das Spiel gewinnen. Merkt man auch in der Mannschaft so einen Switch untereinander, dass jetzt, man sagt immer mit breiter Brust, dass man die Spiele angeht, dass man dieses Selbstbewusstsein jetzt hat? Ja, das ist klar, wenn wir haben gut gespielt die letzte 3-4 Spiele, nicht gegen Magdeburg, aber die anderen Spiele, so, das ist klar, das nehmen wir mit. Peter Kühne, abschließend dann noch am Wochenende. Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer. Wie sieht es kartentechnisch aus? Wir wollen natürlich alle herzlich einladen. Ja, also wir wollen natürlich gucken, dass wir die 4 wieder vorne dran haben, also dass wir auf jeden Fall auf 4000 Zuschauer kommen. Will aber an der Stelle eine Sache mal noch loswerden. Ich habe jetzt vorher Komplimente verteilt an das Sportteam, möchte weitere Komplimente verteilen jetzt auch mal an unsere Fans. Wir haben ja vor der Saison uns mit den Fans zusammengesetzt und haben versucht, so mal zur aktuellen Saison so einen neuen Schwur hinzubekommen, in Verbindung auch damit, dass die Fans auch den Impuls geliefert haben, an der Kurve was zu ändern, und muss wirklich sagen, das hat sich absolut bewährt bis jetzt. Also diese neue Bernhard-Kemper-Kurve, die gerne natürlich noch einen Tick voller werden darf. Also es ist ja auch darauf ausgerichtet, dass da noch mehr junge Zuschauer den Weg in den Stehplatzblock finden, beziehungsweise grundsätzlich in den Block finden. Aber es hat sich jetzt schon in den ersten Spielen gezeigt, dass es ein absoluter Zugewinn ist, das so zu machen. Hab da auch mit Oliver Sieler, den Fanbeauftragten, einen richtig guten Mann, der da richtig Lust drauf hat, die Themen dann fortzuentwickeln. Von daher hat sich diese Kurve bis jetzt richtig bewährt. Und wenn es jetzt noch mehr wiederum auf die Halle überschwappt, das was in der Kurve da 60 Minuten jetzt passiert, dann denke ich mal, ist das eine richtig gute Sache. Ich habe das immer wieder schon gesagt, für Auswärtsspiele gibt es 2 Punkte, für Heimspiele auch 2. Aber die emotionale Verbindung ist natürlich bei den Heimspielen noch höher. Das heißt, es ist natürlich für uns doppelt wichtig, bei den Heimspielen zu performen und gemeinsam mit unseren Fans diese Halle, die wir hier haben, auch zu dem zu machen, was sie eigentlich ist, nämlich eine Festung. Und da haben wir jeden Tag wieder gemeinsam dran zu arbeiten, dass das passiert. Das betrifft jeden Einzelnen, der an diesem Tag in die Halle kommt, ob das ein Spieler ist, ob das ein Zuschauer ist, ein Sponsor ist, ein hauptamtlicher Mitarbeiter, ein Ehrenamtlicher, wie auch immer. Diese Halle ist einzigartig in Deutschland in der Form. Ich habe das auch gestern Abend wieder gesehen. Das ist kein Vergleich. Beispielsweise jetzt in Erlangen, wie das, was hier möglich ist. Und von daher sind wir da richtig stolz. Aber wir müssen natürlich da alle auch jeden Tag dann dafür arbeiten, dass dieser Name auch Programm ist und nicht nur ein Schild. Und wer es schnuppern will am Wochenende, Ticket gibt's? Ja, Tickets gibt es noch in allen Kategorien. Ich hoffe auch jetzt natürlich auf einen leichten Rückenwind aus dem Erlangen-Spiel, dass viele sagen, da gehen wir am Sonntag hin, wir machen den Anschluss gemeinsam an das Mittelfeld, holen uns die zwei Punkte, und möchte einfach alle animieren, am Sonntag in die EWS-Arena, in die Hölle Süd zu kommen, der Mannschaft den Weg, mit der Mannschaft den Weg mitzugehen, jetzt einen Schritt weiter nach vorne zu kommen, und von daher kommt alle in die Arena, macht die Arena zu einer tollen Stimmung, und dann denke ich mal, wird es richtig gut werden. Dann abschließend doch nochmal nachhaken beim Chefcoach. Wir haben gerade die Kurve angesprochen.
Die darf gern voll werden wieder am Sonntag, denn, das muss man auch mal sagen, in den letzten Spielen, gerade auch zu Beginn, als es zu Hause ergebnistechnisch nicht so lief, da seid ihr in die Kurve gegangen und habt ihr gemerkt, die Fans, die haben es respektiert. Ihr habt, dass ihr den Kampf auf dem Feld angenommen habt. Also da ist schon auch was entstanden, so eine Chemie zwischen euch, da passt. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, denn es ist, denke ich, auch nicht normal, wenn man einen Start von 0-8 Punkten hat, dass man trotzdem in die Kurve gehen kann und trotzdem diese Unterstützung auch merkt. Und ich glaube, wir haben uns im Vorfeld dieser Saison als Mannschaft auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir zumindest versuchen, maximalen Einsatz zu zeigen. Ich glaube, das honorieren die Fans auch. Und da muss man wirklich auch ein großes Dank aussprechen, weil man hat über die 60 Minuten von der Kurve kommt permanent die Anfeuerung und da kommt auch permanent die Unterstützung. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Dann hoffen wir, dass die Kurve, wie gesagt, am Wochenende auch wieder voll ist. Dann war es das von mir hier oben. Fragen dürfen dann anschließend gerne auch noch gestellt werden. Peter Kühle, vielen Dank. Wir hoffen, wie gesagt, dass voll wird. Hartmut Meierhofer darf hoffentlich am Wochenende vor der Kurve jubeln und Tim Sörensen hat wieder eine 100%-Quote. Und so sehen wir uns dann am Sonntag um 16 Uhr in der EWS-Arena zum Spiel gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Tschüss.